Kabeludi, du alter Hustenklumpe, was sagst du dann zu der Bundestagswahl? Hast du eng geworden hin? Gerber! Oh, der Herr Abrazzo, ne? Was sagst du dann zu unserer Bundestagswahl, du Hasenherden? Ne? Hör mich bloß auf mit den Seisenträgern. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Wieso? Was verstehst du dann da nicht? Hey, pass auf, die SPD hatte gewonnen, obwohl sie Stimme verloren hatte. Ja. Und die CDU hatte verloren, obwohl sie Stimme dazu gewonnen hatte. Das ist doch ganz einfach. Du musst es unter dem Gesichtspunkt der Koalition sagen. Was? Koalition. Was interessiert mich die Kollision? Mit Kollision, du Depp. Koalition, das ist, wenn zwei oder mehr Parteien sich zusammentun, um an die Macht zu kommen. Aber das nennt man bei uns Mafia. Du Arschloch, es geht hier nicht um Gangster, es geht hier um saubere Politik. Um die saubere Politik. Na ja, saubere Politik, genau. Das ich verstehe. Deshalb hatte die FDP extra einen Müllemann. Der heißt nicht Müllmann, sondern Müllemann, du Hass. Ehrlich? Ja, ehrlich. Da war die gelbe Auto gar keine Mülleauto? Oh, das gelbe Auto war nicht ein Müllemann, sondern ein Westerwelle. Was du wolle? Nicht was du wolle, sondern Westerwelle, der Welle, du machst mich schon ganz depp. Ich verstehe. Ich habe gedacht, das wäre ein englischer Name, so Weser der Wähler, und heißt auf Deutsch, was du willst. Du bist so ein dummer Hund, Weser der Wähler. Apropos Hund, was ist jetzt eigentlich mit den Stauben? Was für Stauben? die Stauben von der CDU. Da hast du nicht Stauben, sondern Stäuber, du Depp. Wie die Zerrstäuben, wenn alles so din in die Luft fest. Ja, du verschwindest da gleich din in die Luft. Hau ab jetzt. Schau schon, das Schädlein, du Arschloch, du Penz. Sonst weiß es mir witzig. Die Scheiße, was du hier erzählst.